Matthias Mack hat sich für die Einzelentnahmetechnik entschieden, abgekürzt FOE. Aus dem Grund, weil er rasch wieder einsatzfähig sein möchte als Profisportler, da bietet sich diese Einzelentnahmetechnik an. Wir werden bei Matthias Mack den gesamten Oberkopf und Hinterkopf behandeln. Wir haben dafür 3200 Haarfollikel vorgesehen und die Behandlung wird 8 bis 9 Stunden dauern. Wir sind eine super Partie in Innsbruck und ich glaube, alle, die was da beteiligt sind, die drücken mir die Daumen und sie wissen, wie gerne ich das hätte. Haare. Und ja, nein, es macht, wie soll ich sagen, ja, die Vorfreude steigt einfach. Dieser Behandlungstag dauert 8 bis 9 Stunden. Man kann aber jederzeit Pausen machen, so wie es der Patient braucht. Wir starten in Bauchlage. Da werden die einzelnen Haarfollikel mit einem speziellen Gerät entnommen, mit der Pinzette geerntet und dann unter dem Bildschirmmikroskop noch einmal kontrolliert und präpariert. Danach ist der Entnahmeteil abgeschlossen. Wir wechseln in die Rückenlage, dann werden Öffnungen gemacht und danach die Haare einzeln eingesetzt. Eigentlich muss auf nichts achten bei dieser Methode. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die dann gerade in den ersten 2-3 Tagen doch zu beachten sind. Das sind speziell die Haarwäsche, da wird er eingeschult und nach 4-5 Tagen verkrustet der Entnahmebereich bzw. der verpflanzte Bereich und nach 2 Wochen ist er voll einsatzfähig. Mit dem Kopfball sollte er 4 Wochen warten, aber wie gesagt, nach 2 Wochen ist er körperlich voll einsatzfähig.